Jetzt bei der IBC 2022 bin ich am Stand von Sony. Da gibt es eine Weltneuheit, die erste Vollformat-PTZ-Kamera. Also neben der Alexa 35, glaube ich, hat die Kamera sich am meisten Interessenten angezogen. Das ist die neue PTZ-Kamera von Sony, die erste Full-Frame-PTZ-Kamera überhaupt mit Wechselobjektiven. Und im Prinzip ist es eine kleine FX3, FX6, wo der Sensor quasi rausgeschnitten wurde und die jetzt da wohnt und robotisiert bewegt werden kann. Die Kamera bietet alle Funktionen, die die FX3, FX6 ebenfalls bietet. Der Sensor ist der gleiche. E-Mount und aktuell ist sie über das Panel oder über eine Oberfläche, über Web-Oberfläche bedienbar und ist mit allen E-Mount-Objektiven natürlich kompatibel. Von dem Gewicht her, was man vorne ein Objektiv draufgeben kann, ist das Maximum des Sony G-Master 70-200 mit Doppel-Extender. Und damit hat man quasi die maximale Verschiebemöglichkeit ausgereizt und was an Gewicht die Motoren noch steuern können. Aber das ist schon eine ziemlich gute Range. Was man mit dem 70-200 natürlich nicht mehr machen kann, ist die Brennweite zu verändern, weil das System, obwohl es da unten Rods hat, nur über die internen Motoren der Optik arbeiten kann. Das heißt, es sind nur die Sony-Objektive, die es bis jetzt gibt, die intern motorisiert sind. Bei denen kann man dann wirklich alle, sowohl Zoom, Blende als auch Schärfe verändern. Bei den anderen G-Master-Objektiven ist es natürlich so, oder E-Mount-Objektiven, dass dann nur Blende und Schärfe verändert werden können über das Panel oder über die Web-Oberfläche. Das funktioniert dann natürlich nicht mit dem Zoom. Ist eine kleine Einschränkung. Was schade ist, dass das nicht von vornherein mitbedacht wurde, nachdem die Rods ja schon hier sind, dass da irgendeine motorisierte Lösung gibt. Aber da haben sich andere Leute Gedanken gemacht. Da gibt es ein eigenes Video, das wir verlinken. Da hat Grosszähler sehr interessante Lösungen gleich mitgedacht, wie man genau dieses Problem beheben kann. Die Kamera an sich macht alles das, was man von der FX6, FX3 kennt. Im Gegensatz zur FX3 ist hier aber bereits ein Vari-ND verbaut. Also in dieser kleinen Bauform ist ein Vari-ND schon drinnen. Das heißt, es gibt vielleicht so einen kleinen Ausblick. FX3 Mark II mit Vari-ND wäre ja gar nicht mehr so weit der Weg. Ne? Mal schauen. Bedient werden kann das Ganze entweder komplett wireless, über Wi-Fi, über eine Web-Oberfläche oder über das Panel. Wenn die Kamera am Ethernet hängt, wird es über PoE Plus mit Strom versorgt. Also es geht wirklich nur ein Kabel zur Kamera und damit funktioniert das Ding. Und sämtliche Daten und auch Strom werden direkt in die Kamera eingespeist. Speicherkarten wohnen da hinten. Die üblichen Optionen bei den neuen Alpha-Kameras. Also da gibt es keine großen Überraschungen. Die Kamera kann upside down montiert werden. Dafür gibt es eine Montageplatte. Und dann mit einem Art Bajonettverschluss wird dann die Kamera da aufgesetzt. Wenn man längere und schwere Objektive draufgeben will, bis zur maximal 600 mm, müssen aber dann die Achsen gelockt werden. Dann ist die Kamera quasi wirklich nur noch wie auf dem Stativ. Hat aber trotzdem den Vorteil, dass man halt immer noch Schärfe und Blende remote steuern kann. Die Tilt- und Schwenkfunktion ist natürlich dann weg, aber die sämtliche andere Funktionen sind weiterhin steuerbar. Autofokus funktioniert weiterhin, also alles, was man von der Alpha-Linie kennt, gibt es dazu. Also ich finde eine wahnsinnig spannende Kamera, also gerade in Zeiten von Remote-Produktion, von Streaming ist es sicher ein Tool, das jetzt voll im Markt einschlagen wird und auch durch die Flexibilität, dass man das Panel haben kann, aber trotzdem, wenn es kleiner sein soll, einfach das über irgendein Mobile Device steuern kann, ist wirklich eine tolle Idee. Und ja, nachdem sie die letzten 20%, die Sony nicht mitgedacht hat, andere mitgedacht haben, ist es ja dann auch möglich, auf der Kamera sogar manuelle Objektive zu verwenden.